Marc Schneider, die Forderung vor dem Basel-Spiel war klar, wir wollen mutig, leidenschaftlich, kämpferisch in das Spiel einsteigen und hinten aber möglichst wenig Fehler machen. Kompakt stehen, keine einfachen Ballverluste. Zuerst, also mutig, leidenschaftlich und so weiter, sind wir gewesen. Alles andere hat über weite Strecken ein bisschen gefehlt. An was ist das gelegen? Ja, es zieht sich ja schon ein bisschen länger durch, dass wir einfach ja, defensiv zu wenig solidarisch verteidigen, nicht alles dafür machen, dass wir kein Goal bekommen. Und das hat sich ja, leider auch in Basel über weite Strecken so präsentiert. Und das ist nicht gut, das wissen wir, das haben wir auch dementsprechend wieder angesprochen. Wir sind natürlich dran, dass das ja, so schnell wie möglich können es korrigieren können. Und für das schaffen wir. Und darum sind wir froh, geht es relativ zackig wieder weiter. In der BZ hat man können lesen, Zitat, du hättest Konsequenzen androht. Was bedeutet das? Nein, ich habe nicht gesagt, dass Konsequenzen androhen, sondern ja, wir müssen etwas ändern. Das ist ja, denke ich, allen klar, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir zu viel Goal bekommen und dementsprechend werden wir das eine oder andere anpassen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Konsequenzen androht. Die letzten 20 Minuten des Basel-Spiels, die haben ja Hoffnung gegeben. Also dort haben wir ja wirklich gezeigt, was wir können. Warum erst so spät? Ja, das ist ja die grosse Frage, die ich selbstverständlich auch der Mannschaft gestellt habe. Weil sie es auch wieder dort bewiesen haben, dass man es ja kann. Oder dass wir es können, dass sie es können. Und wir nichts ja, verlangen von ihnen, was sie nicht können. Und das ist ja das, wo mir sehr viel, ja, sehr viel Mut gibt, auch für die Zukunft. Und auch der Mannschaft soll zeigen, ja, wenn wir uns das getrauen, wenn wir eben Fußball spielen und so, dann können wir auch in Basel ja, dominant sein. Klar, in einer Phase, ja, wo es schon 2-0 war, aber man ist auf 2-1 her und hat ja, mit ein bisschen Glück auch noch sogar noch Punkte können empführen aus Basel. Und das muss einem, oder gibt uns sicherlich ein gutes Gefühl für die Zukunft. Das klingt jetzt aber fast ein bisschen so, wie wenn es einfach ein mentales Problem wäre. Ja, schwierig mental. Logisch spielt sich extrem viel im Kopf ab. Und ich bin auch überzeugt, dass das eben nicht viel fehlt. Und dann läuft es auch wieder für uns. Und das zeigt ja irgendwo, dass es ja in den Füßen sicherlich haben. Und jetzt geht es nur darum, das ja, im Kopf dementsprechend können herzubringen, dass wir so ja, können umsetzen können. Und das geht es in der momentanen Situation vor allem. Jetzt der nächste grosse Test ist morgen am Abend gegen FC Stade Nyonnais im Göpp Achtelfinale. Es gibt wieder ein ganz anderes Spiel als gegen Basel. Was erwartest du da? Kampf, Leidenschaft, alles dafür machen, dass wir eine Runde weiterkommen. Das ist schlussendlich das Einzige, was im Göpp zählt. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das bewusst ist, ja, was für einen schwierigen Gegner das da auf uns zukommt. Die sind erste Promotion League, haben gute Fußballer drin, ja, haben sicherlich viel Erfolgserlebnis hinter sich in letzter Zeit, aber wir wissen so, dass wenn wir unsere Leistungen oder unsere Leistung können bringen können, dass wir da als Sieger vom Platz können und wollen und hoffentlich auch werden gehen. Das ist das Einzige, was schlussendlich dann auch zählt.